Das sind 43, Bob Reeves 43F Flügel. Ach so, okay. Ist das ungefähr wie ein 3C? Das ist ein 3C, ja. Das ist ein 3C, das spiele ich schon seit 20 Jahren, 25 Jahren. Ich muss zugeben, dass das gut klingt. Aber ich habe eine Alternative hier. Ja. Das ist auch eine 3C-Größe. Aber es gibt eine Besonderheit an dem Tisch. Kann man auch spielen. Das nennt sich Soundfreak. Das habt ihr euch ausgezaubert. Genau. Der Georg und ich haben uns das überlegt. Da ist was eingelötet, was eben so einen Effekt erzeugt, dass du halt, ohne dass du wirklich die Lippen verstellen musst, in ein Rauschgeräusch bekommst. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich gedacht für Jazzspieler, deswegen passt es gut, dass du das gerade ausprobierst. Es ist auch nicht für die Höhe gedacht. Ne? Also man kann sagen, so ab, wenn du richtig Druck machst oder du willst ein C3 und Flügel und spielen, macht es sicher keinen Sinn. Aber wenn du eine Ballade spielen willst oder einfach einen sehr ausgeglichenen, rauschigen Sound liebst, dann ist es genau das Richtige. Mm, okay. Das heißt, wenn du ein bisschen lauter spielen, geht es eher weg. Ja. F3 kann man darauf gar nicht spielen. Geht gar nicht darauf. Ne? Ich weiß, es klappt auch nicht. Ja, ich weiß, wofür, man merkt es. Also das ist eher so die Piano-Mezzoforte-Abteilung, Mittellage. Ganz genau, ja. Genau, also die andere Möglichkeit ist, dass du ungefähr 20 Jahre einfach nicht übst und dann einfach ansetzt und versuchst zu spielen, also wie Chet Baker das habe ich gerade gemacht. Ja, super, toll, großartig. Okay. Toll gemacht, ihr beiden. Mm-hmm.